reelle Probleme. Okay, Leute. Außerdem fühlt man sich immer gut, wenn man gut aussieht. Und warum dann nicht einen Filter noch aufmachen? Wenn man dann vielleicht noch besser aussieht. Das ist mein Outfit Spaß, Leute. Benutzt eure Filter, wie ihr wollt. Ist mir egal. Und euch sollte es auch egal sein. Was Schuhe zum Outfit? Ich zeig dir die. Aber jetzt nicht hier den ganzen Fuß. Einfach nur Latschen. Latschen weiter. Ich brauche dir nicht zeigen. Meine, die ich mir bei Deichmann gekauft habe. Wenn du die sehen möchtest. Das ist so hot. Aber ich gehe jetzt raus. Okay, ich gehe nochmal kurz raus auf den Balkon. Gefilterte Animes. Ich glaube, man kann so lange über Filter reden. Und dann ist es auch wieder so eine verschwendete Zeit. Scheiß drauf! Okay. Sonn dich doch drauf. Ich gehe gleich sowieso an See. Aber man kann nie genug braun sein. Und das ist es nämlich. Deshalb auch der Filter, Leute. Weil ich braun sein mag. Ja, gleich in die Sonne. Der macht so ein bisschen Make-up. Ich trage ja auch sonst kein Make-up. Nur hier Augenbrauen und Wimpern. Ja, die Augenbrauen fülle ich ein bisschen ein. Ja, gut. Ist auch Make-up, würde ich mal sagen. Aber ach, jetzt muss ich pinkeln. Oh shit. Ich glaube, wir nehmen mal ein Wasser mit. Haha, meine Friends kriegen auch nur Snaps mit Filtern. Ja, wir sagen auch immer, oh Leute, heute sehe ich so scheiße aus. Ich brauche unbedingt deshalb Filter. Ja, Mann, wenn man sich fühlt, wie man gerade aussieht, ist doch mega nice. Danke, Twitch, für die Zeiten, dass du mich hier up to date hältst. Freut mich sehr. Warte, Leute, ich muss gucken, ob die Schminke verschmiert ist. Aber nein! Ah! Nein! Ist noch zu gewesen, aber ist auf meinen Nagel raufgefallen. Aber es hat nicht wehgetan. Ja. Meine Eltern haben auch heute gesagt, kommt jemand mit an den See? Und dann habe ich halt so gesagt, nee, ich wohne jetzt nicht mehr zu Hause. Und mein Papa ist schon so, Gwen, warum? Was ist denn mit dir, warum du nicht mehr mit uns an den See gehen möchtest und so? Aber ich habe heute einfach keinen Bock, Freunde und Familie zu mixen. Ach nee, ich möchte jetzt auch mal lieber was. Ich wollte eigentlich nur mit meinem Freund schwimmen gehen. Oh nein. Wenn mein Handy runterfällt, mein Handy runterfällt und ihr irgendwas seht, dann war es nichts Schlimmes. Es war nur ein Bikini-Unterteil. Wie dein Freund gönnt dir keine Zeit. Nein, nein, nicht mein Freund. Mein Papa wollte, dass ich mit denen schwimmen gehe. Aber ich hatte in die Familiengruppe geschrieben, wir sind ja 5 Kinder. Und ob jemand Lust hat, mitzukommen. Ich so, nein, bin auch am See. Ich wusste gar nicht, dass er da drin ist. Ich dachte nur, wir sind da drin. Dann habe ich das halt so geschrieben. Nein, bin selber am See. Und ich bleibe und wir bleiben unter uns, habe ich geschrieben. Und er so, was ist los? Und ich war so, scheiße. Und dann habe ich halt geschrieben, ach, wir wollen nur, es passt heute nicht, wir müssen dann noch einkaufen. Danke an all die Leute, die folgen. Also es war so ein bisschen, der ist ja auch in der Gruppe drin. Ach Mann. Aber ich war halt schon arbeiten, was habt ihr heute gemacht? Genau. Der arme Papa einfach ausgeladen. Ja, ne? Aber er sollte einfach mit Mama gehen. Die wollten sowieso zusammen gehen. Aber ich habe keinen Bock mit Mama, Papa, meinem Freund, ich, von meinen Nachbarin der Freund und sie. Ach, nee. Da habe ich jetzt keine Lust drauf. Wir fahren jetzt auch gleich los. Nee, ich zeig nicht Unterteil. Nee, da habe ich einfach keinen Bock drauf auf so ein Triple Date.
Außerdem will ich dann wieder weg und... Nee, muss nicht sein. Manchmal ja, und es hat mir auch ein bisschen leid getan. Mann, der möchte auch eigentlich nur mit mir schwimmen gehen. Oder mit irgendjemand, der freut sich auch. Unsere Eltern freuen uns ja. Was meinst du? Ach so. Ach, du redest gar nicht mit mir, ich dachte. Ah, das Wetter macht echt gute Laune, wenn der Himmel blau ist. Umso heißer wird's am See. Ja, das Unterteil ist schon knapp. Aber ist doch egal. Solange man sich gut fühlt, kann man das alles machen. Wahr? Außerdem werden die Unterteile immer knapper. Bis wir alle gar nichts mehr anhaben. Nein. Früher war das immer so, da waren wir am See und dann waren immer alle nackt. Joa. Ja, als Kind genau. Und dann hatten die immer. Habe ich da mal hingeguckt, weil ich nicht weggucken konnte. Aber wir sind da auch nackt rumgerannt früher. Auch im Kindergarten, da wurde dann der Schlauch oder so angemacht und dann war alle nackedei. Nackedei. Das ist doch normal bei Ossis. Ja, stimmt auch irgendwie. Ich find's auch gar nicht schlimm. So wie Gott uns schuf. Ja, geiles Produkt, sage ich dazu nur. Menschen sind schon cool. Ach, ich finde Menschen toll. Ich bin nicht im Urlaub, ich bin zu Hause. Aber ja, es fühlt sich an wie Urlaub. Hi Gwen. Hey. War dich so heiß draußen? Und die Tür ist nicht richtig zu, wa? Jeder darf was. Was darf jeder? Ja, ich bin im Bikini. Was sagen? Jo. Wie war es am See gestern? Sehr schön. Oh Leute, ich bin dann noch spontan woanders hin am See, in eine andere Stelle. Danke, bin echt sympathisch. Danke. War dann noch an einer anderen Stelle. Oh, da haben die so doll Techno gespielt. Da kam noch jemand an mit so drei fetten Boomboxen und dann so richtig räudige Hardtech. Ich hasse ja Hardtech. Finde ich so eklig, gibt mir so ein unangenehmes Gefühl. Ich saß dann da so in der Nähe, weil da auch Freunde von mir saßen, die ich kannte noch von früher.
Ach, das war mir alles zu viel. Die waren davor auf dem Hive-Festival, die waren noch voll geprägt davon. Und dann bin ich halt gegangen, weil die zum Glück auch gehen wollten, jemanden abholen. Ich meinte so, ja, ich gehe jetzt nach Hause. Ist mir ein bisschen zu viel. Und dann hat mich meine Arbeitskollegin angerufen, weil es ein Problem gab. Und ich so, okay, ja, hab das versucht zu klären. Auf einmal kommt der Typ mit der Box, da war ich schon bei da vorne, läuft dann da und macht die auf volle Pulle. Ja, also jeder, das war ja so eine laute Box, hört da diesen räudigen Hardtack. Ich finde das immer unfassbar, wenn Menschen das so laut machen. Nicht jeder möchte so eine Scheiße hören. Und das war mir so unangenehm, dass ich da überhaupt in der Nähe saß. Die Menschen an sich sind ja cool und so vielleicht. Aber das war einfach viel zu viel. Und dann hat er die Box so laut gedreht. Und ich so, ich kann nicht. Und mir war so unangenehm. Dann bin ich ins Auto und sie auch so, ach, alles gut. Das war mir so zu viel einfach. Und dann ging es mir so scheiße, weil diese Musik holt Dinge in mir vor, die einfach räudig sind, Gedanken. Und die konnte ich mir dann nicht geben. Techno ist ganz cool, wenn man so mitsingen kann. Das finde ich ganz nice. Aber Alter. Und dann läuft er da einfach lang so laut. Ja, Paranoia-Musik. Das war viel zu viel für mich. Jetzt hat mein Geschirrspüler gepiept. Den mache ich gleich auf. Und dann bin ich erstmal los, habe erstmal TikTok angemacht.